pünktlich zu unserer Konferenz heute gibt es eine News, die Peter Siegert uns hier heute präsentieren wird. Haben wir redaktionell noch nicht mal geschafft aufzubereiten. Also, ja, wie sagt man so schön, das ist ganz heißer Scheiß. Die Fuhrparkwelt bekommt da ein neues Produkt heute serviert. Und ich freue mich tatsächlich sehr, dass Peter heute dabei ist, mein Namensvetter, denn er ist auch ein Pionier der Elektromobilität. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren, seitdem er eigentlich schon bei Mitsubishi damals das Thema Elektromobilität getrieben hat. Und er ist natürlich auch so ein alter Flottenhase, ist auch viel auf den Veranstaltungen unterwegs. Wir sind ja heute auch einen Tag quasi vor der Flotte, vor der entsprechenden Veranstaltung platziert. Insofern freue ich mich jetzt, dass wir ihn gleich dazu holen. Die NBW wurde ja gerade schon angesprochen als einer der Treiber im Markt. Und deshalb freue ich mich jetzt, lieber Peter, dass ich dich hier begrüßen kann. Wie geht's dir? Unfassbar, von Peter S. zu Peter S., Berlin nach Mainz. In dem Fall tatsächlich, wie man unschwer erkennen kann, aus dem Homeoffice, weil ich dann auch nach unserer Panel-Diskussion dann auch schon gen Düsseldorf rein elektrisch mich hochstromere. Ja, ich freue mich wahnsinnig und vor allem bin wahnsinnig stolz, dass wir es noch geschafft haben, zu deiner, also nicht zur Flotte, sondern tatsächlich zu deiner Konferenz auch noch die Pressemitteilung mit unserem Kooperationspartner auch Smartrix auch noch platzieren zu können, zumindest für die Konferenz heute. Ja, dann will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich habe sie natürlich schon gelesen. Das Team ist, glaube ich, auch gerade in der Umsetzung und wird das entsprechend aufbereiten. Aber du darfst das hier heute präsentieren. Insofern freue ich mich auf deinen Vortrag und wir hören uns nachher zur Panel-Diskussion oder zu den Fragen nach deinem Vortrag wieder. Bitte schön, lieber Peter. Super, vielen, vielen Dank und ja, herzliche Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer in meinem Fall. Ich sehe tatsächlich nur meinen Screen, aber das muss erstmal reichen. Ja, also wahnsinnig stolz darauf. Ich glaube, knapp 9 Monate haben wir darauf hingearbeitet, mit dem österreichischen Marktführer im Bereich Elektromobilität, Ladeinfrastruktur, eine NBW Powered by Smartrix Lösung anbieten zu können. Ich komme darauf gleich zu sprechen, will aber auch ganz kurz erstmal uns vorstellen. Mich mag der ein oder andere hoffentlich kennen nach fast 10 Jahren in der Elektromobilität. Ich bin seit 1. September der Teamkoordinator, nennt sich das bei uns, für den Lösungsvertrieb, also für das Flotten- und Fuhrparkgeschäft und auch weitere kommende AC-Lösungen, die wir in anderen Geschäftsbereichen anbieten wollen. Die NBW ist zweitgrößtes Energieunternehmen in Deutschland. Wir haben knapp 5,5 Millionen Kunden im Bereich Strom, Gas und Wasser. Sind natürlich hier sehr, sehr B2C-lastig. Sicherlich deswegen auch erstmal auch damals vor Jahren, knapp 5 Jahren mit der Mobility Plus App auch erst B2C gestartet. Mittlerweile aber auch mit B2B-Tarifen und auch B2B-Lösungen, die ich gleich schildern werde, auch am Markt. Ja, 19,7 Milliarden Umsatz. Wir haben tatsächlich, was ich ganz spannend finde, innerhalb von Corona einen Aufschwung gehabt, auch an Mitarbeitern. Wir sind von knapp 23.000 innerhalb der letzten anderthalb Jahre auf 24.600 Mitarbeiter angewachsen. Also man merkt, es gibt auch noch Gewinner. Dabei nicht vergessen natürlich auch die Verlierer in dieser Zeit, aber uns geht's gut. Wir investieren in Ladeinfrastruktur, wir investieren in Offshore. Das sind, glaube ich, so Wind und Elektromobilität, die zwei Kernbereiche, in die die NBW gerade investiert. Unsere zwei wesentlichen Standbeine bisher, und darauf ist natürlich auch das gesamte Geschäftsmodell der Elektromobilität und auch das Geschäftsfeld, was ja mittlerweile in eine eigene Gesellschaft ausgegründet wurde, die Mobility Plus AG und Co. KG, liegt im Bereich Schnellladeinfrastruktur. Es wurde eben schon erwähnt. Ich glaube tatsächlich, um darauf noch einzugehen, dass der Wettbewerb hier auch wieder gut ist für den Markt. Aktuell ist bei uns und bei auch dem ein oder anderen ChargePoint Operator, also Ladestationsbetreiber Alpitronic, gesetzt und das auch bei uns tatsächlich auch noch eine ganze Weile ziemlich klar gesetzt, auch aufgrund der Bestellkapazitäten und auch Lagermengen, die wir nämlich zur Verfügung haben. Aber ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und umso mehr freue ich mich da auch tatsächlich von Mahle/ChargePeak da auch was sehen zu können und vielleicht auch bald unseren Produktmanager vorgestellt zu bekommen. Wir sind Marktführer, wir haben das größte Schnellladenetz innerhalb von Deutschland. Wir haben aktuell über 600 Standorte, also nicht Ladepunkte, Standorte in Deutschland. Und wir haben das mehrfach prämierte beste Netz, größte Netz in Deutschland, in der Dachregion. In Europa, würde ich sagen, sind wir auf Augenhöhe mit anderen Marktbegleitern und Tankkartenanbietern oder
Akzeptanzstellenanbieter, wie man es ja auch gerne nennt. Wir haben momentan die 200.000 überschritten. Fast zeitgleich, glaube ich, mit der 1 Million E-Autos in Deutschland waren wir dann so knapp bei 200.000 Ladepunkten, an denen man in 9 europäischen Ländern, Sie sehen die Karte im Hintergrund, Akzeptanz erhält mit App und oder Karte. Eine Erweiterung ist tatsächlich auch noch im Herbst geplant. Hier spoilere ich mal noch nicht, aber wir wollen auch unser Ladenetz im Herbst noch erweitern. Ganz kurzer Einblick auch in das Thema DC, weil es einfach konzernseitig so extrem wichtig ist und wir hier so große Ziele daran knüpfen und auch diese Marktführerschaft auch nicht mehr hergeben wollen. Kurzer Einblick, am Ende profitieren alle davon, im Urlaub der Dienstwagenberechtigte, die Dienstwagenberechtigte, jeder. Wir haben 600 Vorkunde in Betrieb, technisch und wirtschaftlich. Wir werden 2.500 Standorte, diese Zahl ist bekannt, das ist so in etwa die Größe von Tankstellen im Netz der Aral. Das sind 2.500 Standorte in Deutschland, die wir betreiben wollen bis 2025, da hinter, und man sieht sie unten, eine kleine Auswahl, sind natürlich ein Haufen Stations- und Standortpartner, ob das jetzt die DM ist, die Tank und Rast, TUM, Hagebau. Also Retailer sind für uns spannend. Wir gehen ja mittlerweile auch auf Inner-City-Hubs und bauen dort innerstädtische große Ladehubs auf. Und natürlich die Autobahnen, also der Long Rail ist natürlich für uns auch entsprechend spannend. Gesamtinvestitionen 1,4 Milliarden. Das ist erstmal Vorförderung. Das ist unser Invest in den Aufbau der Infrastruktur. Ich behaupte, und da ich selbst E-Autofahrer bin, wo ich noch nie Schlange gestanden habe an einer Ladesäule, entgegen der Aussagen des VDA ist so, dass wir momentan mehr als genug Ladepunkte haben, zumindest an Tangenten und grob in der Fläche. Das mag im ländlichen Raum noch schwächer sein, aber ich fahre sehr viel. Ich glaube, viele andere hier in dieser Runde können bestätigen, dass man noch nirgendwo wirklich, wirklich Schlange stehen musste. Und der Aufbau geschieht gemeinschaftlich mit Zuwachs der Zulassungszahlen und dem Aufbau der Infrastruktur. Schönes, markantes Objekt in Rutesheim, eigene Liegenschaft. Und hier sieht man auch tatsächlich, der E-Autofahrer, die E-Autofahrerin muss nicht mehr im Regen stehen. Das werden Sie bei Supermärkten, Baumärkten eh nicht, weil da sind Sie drin und kaufen ein. Aber an Tankstellen bauen wir vermehrt, vereinzelt solche großen Parks mit Dach, mit verschiedensten weiteren Features. So profan es sich anhört, tatsächlich Papierkorb ist ein Kundenwunsch. Reifendruck auffüllen ist ein Kundenwunsch. Also finde ich sehr, sehr spannend. Wir bauen das und wir werden das erweitern und halt eben auch flächendeckend. Hier ein ganz kleiner Ausblick auf den wohl größten öffentlichen Schnellladepark in Europa am Kamener Kreuz. Das soll es auch tatsächlich schon mal als Ausblick gewesen sein zur Messe. IAA hatten wir jetzt in Unterhaching noch eine Einweihung. Also es geht tatsächlich täglich ein Schnellladestandort in Deutschland von der NBW vor Kunde in Betrieb. Zum Flottengeschäft und jetzt meinem Bereich, den wir, glaube ich, alle, welche Wettbewerber auch wir gerade im Moment repräsentieren, 360 Grad nennen, denn nur das kann nach meinem Empfinden eine Lösung sein, die für Leasinggesellschaften in der Weitervermarktung oder auch für den Kunden, den Firmenkunden direkt. Das ist das einzig probate Mittel. Ich muss in der Lage sein, meine Mitarbeiterinnen zu Hause laden zu können mit einer entsprechenden Abrechnung im Unternehmen, natürlich komplexere Gebäudestrukturen abbilden zu können, auch rechtssicheres und eichrechtskonformes Laden anzubieten. Und ich muss natürlich die Brücke nach draußen in den öffentlichen Raum schlagen können, idealerweise über eine einzige Schnittstelle zum Unternehmen. Und genau das bieten wir an. Und hier bedienen wir uns tatsächlich ab gestern offiziell des Partners Smartrix. Hier zwei Rollenverteilungen, die ganz klar definiert sind, aber auch dem Kunden gegenüber erklärt werden müssen. Die NBW übernimmt die Rolle des Vertriebs und des EMPs. Auf Deutsch, also wir verkaufen, wir sind das Gesicht zum Kunden und wir bringen unsere Provider-Lösung, also Ladekarte, App, der Zugang, aber auch das Portal. Wir haben ein fertig geschnittenes Kundenportal als Dashboard, Frontend, wie man das nennen mag, um dem Kunden, der Kundin die Möglichkeit zu bieten, Ladekarten zu verwalten, Ladepunkte in seiner eigenen Firmenstruktur einsehen zu können und die gesamten Reportings, die sie brauchen, auch dann weiter zu verarbeiten über CSV-Dateien. Und die Smartrix übernimmt als starker Chargepoint-Operator-Partner sämtliche Themen, auch mit eigener Rechnungsstellung, tatsächlich aber über unseren Vertriebskanal und auch über unseren Kundenzugang, die sich mit Ladeinfrastruktur beschäftigen. Das ist die KEPA-Hardware,
Aber andere sind auch möglich. Das ist das Fulfillment, also die Umsetzung tatsächlich dann vor Kunde vom Pre-Check bis zur Inbetriebnahme, sowie dann das Backend. Jarvis von Smartrix ist im Hintergrund das Backend, mit dem der Kunde tatsächlich nicht viel zu tun hat, denn wir kumulieren das Ganze schon bei uns in unser Backend und vor Kunde ist es nur noch eine Linie, ein Kanal. Und der Betrieb und der Service läuft dann natürlich auch eben über die Smartrix. Hier sind auch noch Erweiterungen beim Kunden möglich, das sogenannte CPO as a Service auf Deutsch, die Dienstleistung am Ladepunkt, das unterschiedlichste Tarifieren von unterschiedlichen Nutzergruppen an ein und demselben Ladepunkt. Wir schauen uns erstmal kurz den Bereich der NBW an. Was übernehmen wir tatsächlich im Rahmen der Kooperation? Das ist das Laden unterwegs für Dienstfahrzeuge, für Fuhrparkfahrzeuge, für alles, was irgendwo mit der Company, mit dem Company Car zu tun hat, aber auch natürlich über das Erweitern der Infrastruktur im Unternehmen haben wir ja auch einen Zugangskanal zu den privat genutzten Fahrzeugen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und auch hierüber wird es die Möglichkeit geben, für uns als Vertriebskanal auch diesen Personen innerhalb des Unternehmens, aber dann auch darüber hinaus Zugang zu unserer Ladeinfrastruktur über die Karte und die App zu ermöglichen. Hier sei an der Stelle unser B2B-Tarifchart mal erwähnt. Das sind unsere Nettopreise und unsere B2B-Tarife. Wie im Privatkundensegment bieten wir zwei verschiedene Tarife an. Der eine, den könnte man vielleicht etwas mehr als der Plug-in-Hybrid- und Wenigfahrer bezeichnen. Der andere ist der Vielladertarif. Ich bin großer Fan grundsätzlich davon, dass die doch immer sehr TCO-getriebene Fuhrparkbranche ein Tarifmodell weiterhin auch von uns nach der Anpassung am 6. Juli behält, indem es eine ganz klare Struktur gibt, die wirklich über 9 Länder und 200.000 Ladepunkte ohne irgendwelche versteckten zusätzlichen Kosten gilt. Das heißt, diese beiden Preise, die Sie dort sehen, im Standardtarif gelten im gesamten Geschäftsgebiet und auch in erweiterten Gebieten. Keine Plug-in-Fees, Session-Fees etc. für das Laden in Frankreich. Wir haben eine einzige Ausnahme, das ist der Hochpreisbetreiber. Der ist auch tatsächlich nur einer, den es momentan am Markt gibt. Das hat einfach mit schwierigen oder schlechten Roaming-Konditionen zu tun, die wir so nicht deckeln können. Covern ist nicht möglich, denn das wären knapp 30 Cent Verlust für uns pro Kilowattstunde. Also reichen wir bei dem einzigen Hochpreisbetreiber, und ich glaube, der Markt weiß, von wem wir reden, reichen wir den Preis durch. Es gibt keine Grundgebühr, das heißt, ich kann wirklich auch bei Plug-in-Hybriden, auch wenn wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass es eine Brückentechnologie ist, aber auch bei wenig fahrenden batterieelektrischen Fahrzeugen. Die 500 Kilometer sind so circa pro Monat die Schwelle, an der wir dann in den Vielladertarif übergehen, wo wir dann eine etwas komplexere Tarifstruktur haben. Ich möchte auf die 38,66 Cent vor allem verweisen. Das heißt übersetzt, ich lade DC schnell mit der NBW-Ladekarte oder App an der NBW. Und wenn wir uns wieder entsinnen an die 2.500 Standorte, ist das das ganz klare Ziel. Man kann mit der NBW und braucht eigentlich keinen anderen mehr bundesweit schnell laden. Und das ist sicherlich dann auch gut für den Kunden, wenn er davon dann auch einen Vorteil erhält. Und genau das soll diese Tarifstruktur darstellen, wo wir kein Outbound Roaming, also das Zahlen von Roaming-Gebühren an andere Stationsbetreiber haben, soll der Kunde auch einen Vorteil davon haben. Wir selber haben wiederum mit über 70 verschiedenen Stationsbetreibern in Deutschland natürlich unsere Roaming-Verträge. Wir haben die 5 € und 4 Cent pro Monat pro Karte tatsächlich als Grundgebühr, wie gesagt, bei 500 Kilometern gesicherte Reichweite. Also einmal vollladen, mehr oder weniger bei meinem Hyundai Kona oder bald Ioniq 5, ist es tatsächlich auch schon fast erreicht. Plus der Kosten-Airbag, das muss der Fairness halber erwähnt sein, der generell nach 4 Stunden greift. Tatsächlich haben wir das ja damals nur eingeführt, als wir auch über ein Jahr hinweg sämtliche Ladevorgänge ermittelt und erfasst haben und bloß 5% aller, aber das waren halt so die Dauerparker, die aus einem Ladepunkt einen Parkplatz gemacht haben. Die trifft es. Es mag den einen oder anderen vielleicht schmerzlich treffen, aber es sind eine Entscheidung, die wir treffen mussten, um die Ladenomaden von den Ladesäulen wegzubekommen, mit ein bisschen Schwund, den man damit natürlich hat. Aber wie gesagt, 5% aller Ladevorgänge sind definitiv nur über 4 Stunden im öffentlichen Raum. Wir bieten noch einen Portalzugang an. Das heißt, der Kunde kann bei uns, wie ich schon erwähnte, eine Gesamtverwaltung seines Fuhrparks übernehmen, Ladekarten verwalten, also kennzeichenscharf, nutzerscharf,
Kostenstellen scharf und das Ganze dann auch reporten über CSV-Exportfunktionen, hat auch Bestellmöglichkeiten weiterer Ladekarten aus dem System heraus. Hier muss man klar sagen, das ist perfekt und wird schon lange eingesetzt von Kunden, die sich wirklich komplett selbst verwalten. In Richtung der Großkunden und Reseller, die dann über APIs, also Schnittstellen arbeiten mit den Fuhrparkmanagementgesellschaften, sind wir gerade dran an der Entwicklung und arbeiten das aus bis Anfang nächsten Jahres, um auch dieses, ja, die letzte Baustelle quasi noch abgeschlossen zu haben im Vergleich zu den klassischen Tankkartenanbietern. Das ist der Fairness halber. Aber das Portal kann alles wir legen auch CSV-Dateien auch ab. Ab Oktober kommen automatisierte CSVs mit dem gesamten Datensatz der Beschreibung sämtlicher Ladevorgänge und Transaktionen in dieses Portal. Also ein sehr, sehr, sehr bequemer Einstieg. Zu dem CPO-Part noch die restlichen 240 Grad, die natürlich absolute Relevanz haben und für viele sicherlich sehr spannend sind, das Laden im Unternehmen. Hier müssen wir natürlich die bereits angesprochenen unterschiedlichen Nutzergruppen, Dienstfahrzeug, privat genutztes Fahrzeug, was in der Firma steht, kann es auch laden und wenn ja, wer soll wie damit abgerechnet werden? Gäste und vielleicht die vierte Gruppe, wenn ich den Ladepunkt am Standort öffentlich machen möchte, hier in der Tiefgarage der NBW in Karlsruhe sicherlich nicht hinter der Schranke. Also genau dieser Unterschied, sind wir vor der Schranke, sind wir hinter der Schranke. Wir bieten eine End-to-End-Lösung an. Das heißt, wir machen tatsächlich auch vollständig das Fulfillment. Das heißt, wir fangen vorne mit der Abfrage des Kundenbedarfs an, mit entsprechenden Checklisten, Standortprüfungen durch unser Dienstleisternetzwerk in Deutschland. Wie gesagt, ab diesem Moment sind wir hier bereits bei der Smartrix angekommen. Die erstellt uns dann auch das Angebot aufgrund der Standortprüfung. Denn jeder Standort, das zeigt die Erfahrung meiner jetzt bald 10 Jahre in der E-Mobilität, jeder Standort ist anders, jeder Netzbetreiber ist anders und jeder Netzanschluss ist anders. Und der Weg des Stroms von A-Technikraum zu B-Parkplatz ist immer wieder anders und muss auch individuell betrachtet werden. Hier bieten wir unterschiedliche Angebote mit Elektroinstallation und Tiefbau an. Wir kümmern uns um Installation und Montage, optional. Wenn der Kunde das selber bauseits erstellen möchte, ist das für uns fein. Wir können sogar auch eine Remote-Inbetriebnahme über Smartrix anbieten. Also aus Wien heraus wird jemand der Kollegen aus dem Fulfillment im Backoffice den Installateur vor Ort, also den des Kunden, betreuen und nicht unseren, die Inbetriebnahme und dann eben auch der laufende Betrieb und der Service der Ladeinfrastruktur. Und hier ist es ganz wichtig, wir können unterschiedlich tarifieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, an einem und demselben Ladepunkt an einer idealerweise Keba-Wallbox auf Stele oder als Wandinstallation mit Dose oder angeschlagenem Kabel. Natürlich ist weitere Hardware verfügbar. Hierhinter hängen wir Lastmanagement-Themen wie das lokale Lastmanagement Master Slave oder auch dynamisches Lastmanagement mit einem vorgeschalteten Controller. Also das ist im Prinzip Standard, würde ich sagen. Wir sind tatsächlich entgegen der ChargePeak-Lösung hier auf der 22 kW, die abwärtskompatibel ist. Ich glaube, wir sollten grundsätzlich den Fahrzeugen die Möglichkeit jedenfalls bieten, am Ladepunkt situativ wenigstens die 11 oder die 22 kW laden zu können. Wohl wissend, und da sage ich auch nichts Gegenteiliges, dass es in der Regel dann doch weniger Leistung in vielen Unternehmen werden wird. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch Unternehmen, die werden nie viel mehr als 4, 5, 6, vielleicht 8 Ladepunkte haben, weil es kleine Mittelständler sind. Die sind genauso attraktiv für uns wie die großen Konzerne, die ihre gesamten Parkhäuser elektrifizieren wollen. Und tatsächlich bietet Keba hier auch ja ein sehr, sehr attraktives Lastmanagement auch an, das deutlich in Richtung 200 Ladepunkte geht. Und damit sind wir auf absoluter Augenhöhe zum Wettbewerb. Genau, und die unterschiedliche Tarifierung ist, glaube ich, sehr, sehr relevant, denn hier geht es darum, wie kann ich den Dienstwagenfahrer abrechnen, nämlich eigentlich gar nicht. Hier wird nur eine Kilowattstundenerfassung gemacht und ich bin bei 0 Euro pro Ladevorgang, denn es ist ja schon bezahlter Strom. Die Mitarbeiter können privat genutzte Fahrzeuge auch für 0 Euro abgerechnet werden oder eben dann tatsächlich wirklich durch einen AC-Tarif abgerechnet werden. Das heißt, es wird kostenpflichtig, aber wir vergüten diesen Strom durch die eichrechtskonforme Messung und Bilanzierung dem Unternehmen wieder zurück. Wir bewegen uns da genau in der sogenannten Letztverbraucherregelung des ENWGs, also des Energiewirtschaftsgesetzes. Alles technisch möglich über das Backend von Smartrix.
zum Laden noch zu Hause, um damit fast schon abzuschließen und hoffentlich in der Zeit geblieben zu sein, was tatsächlich, wer mich kennt, schwierig ist für mich, ist die Heimladelösung. Hier ist es auch wieder die gleiche Keba als einfach, das muss man klar und deutlich sagen, das bewährteste, probateste Hardware-Produkt am Markt, das tatsächlich im Zusammenspiel mit dem Backend, mit der Software am besten funktioniert. Das ist die Keba, das sind die Erfahrungswerte von mehreren Jahren der Smartricks in Österreich. Denn das, was wir hier zusammen ja anbieten, in Deutschland und dann eben über die NBW als Powered-by-Lösung, ist ja nicht eine komplette Neuentwicklung, sondern wird von Smartricks ja seit Jahren schon in Österreich auch verkauft und vermarktet. Keba ist einfach hier der stabilste. Ich durfte den CEO jetzt auch gerade auf der IAA mal persönlich kennenlernen. Die Zuhause-Lösung, das ist tatsächlich das elementar Neue auch von der NBW, denn wir hatten bislang 240 Grad angeboten und haben uns genau, weil es hier sehr kleinteilig wird, weil es hier sehr dezentral wird, uns dann auch entschieden und sind auf Smartricks gekommen. Hier verwenden wir wieder diese gleiche Hardware. Und das Heimladen, das ist tricky. Das Heimladen ist schwierig, wohl sowohl für Kunden als auch Dienstleister. Wir machen hier eine eichrechtskonforme Abrechnung. Auch hier wird von uns ein Pre-Check durchgeführt zu Hause. Auch hier wird für uns von uns auf Wunsch des Kunden die Dienstleistung der Installation erbracht. Ich empfehle allen meinen Kunden, grundsätzlich hier nicht in den Besitz zu gehen, denn dann haben sie auch die DGU V3 Wiederholungsprüfung bei sich im Unternehmen, sondern das einfach dem Nutzer, der Nutzerin zu überlassen, die dann auch aus dem Unternehmen wieder ausscheiden kann und selber für diese Wiederholungsprüfungen verantwortlich sein sollte. Denn der Fuhrparkmanager im Unternehmen hat so viel Verantwortung in allen Bereichen, UVV, Führerscheinkontrollen etc., Leasingkonditionen. Es ist ein riesen Verantwortungsbereich, den die Fuhrparkleiterinnen haben. Und ich würde das Thema Wallbox zu Hause, was zum Betriebsmitteldienstfahrzeug dazugehört, abwälzen auf den Nutzer. Und demzufolge auch verkaufen wir hier Bruttobeträge, also Wallboxen, an die Nutzer und Nutzerinnen, können aber auch tatsächlich auch eine Rückvergütung der Strommengen auf diese Nutzer dann auch durchführen. Das heißt, wir erfassen die Daten anonymisiert in diesem Fall eben nicht mit einzelnen Transaktionsdaten, sondern wir erfassen die Daten kumuliert für einen Monat und legen sie in das vorhin gezeigte Portal mit ab. Auch hier ist tatsächlich noch, das sei vielleicht, sorry, nochmal erwähnt an der Stelle, hier ist es so, dass wir auch relativ hardwareagnostisch sind. Also solange es eine Ladeinfrastruktur ist, die OCPP-fähig ist, wo wir grundsätzlich SIM-Karten tauschen können, soll es uns auch möglich sein, auch vielleicht bestehende Hardware zu übernehmen. Das muss man von Fall zu Fall entscheiden, im Unternehmen oder zu Hause. Wir werden immer mehr auf Bestandshardware treffen, die dann bereits von einem anderen Backend-Betreiber betrieben wird. Wir wollen da relativ hardwareagnostisch sein. Abschließende Folie. Auch hier ein komplementäres Wettbewerbsprodukt zu ChargePeak, das tatsächlich aber von uns aus der Powered by Smartricks Lösung nicht vertrieben wird, sei an der Stelle erwähnt, aber tatsächlich bei uns verbaut ist. Ich habe bewusst tatsächlich mal die Inhouse-Lösung als Paradebeispiel gezeigt, denn wir haben hier unsere Hausaufgaben im Wesentlichen gemacht. Die Elektrifizierung der NBW-Flotte hat längst begonnen, sowie der Standorte. Wir haben 740 Ladepunkte an 120 Liegenschaften in Deutschland elektrifiziert mit Ladepunkten und haben es bis Ende des Jahres nochmal erweitert. Das alles ist notwendig geworden, weil wir unseren eigenen Dienstwagen-Fuhrpark elektrifizieren. Wir haben 4.500 Fahrzeuge in der eigenen Flotte. Und hinzu kommt noch, über eine neue gegründete New Mobility Division bieten wir Gehaltsumwandlungsmodelle für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Und dazu zählen eben auch die Sonderkonditionen für Fahrzeug, Leasing als Gehaltsumwandlungsmodell. Wir sind, glaube ich, jetzt knapp über 1.000 Fahrzeuge seit knapp einem Jahr. Im September letzten Jahres haben wir gestartet. Und natürlich ID3, Kona sind weit vorne. Aber es ist ein bunter Strauß an Fahrzeugen, die wir mit Sonderkonditionen aufgrund der Potenziale von 15.000 Mitarbeiterinnen, die auf diese Fahrzeug-Leasing-Konditionen zugreifen dürfen. Und es sind, ich habe ja den ID3 auch zusätzlich zum Kona noch privat zu Hause, es sind wirklich Knallerkonditionen, die konkurrenzlos sind. Das sei an der Stelle nochmal erwähnt. Also sprich, die volle Elektrifizierung der Mitarbeiterinnen, aber auch der Dienstfahrzeuge und der Liegenschaften der NBW hat hiermit begonnen und ja, ich freue mich auf Fragen von Peter und auf dann ab Mittwoch und Donnerstag noch den einen oder anderen, die ein oder andere zu sehen auf der Flotte in Düsseldorf.
Lieber Peter, vielen Dank für diesen allumfassenden Überblick, 360 Grad, du hast es gesagt, damit ist, glaube ich, auch so dein persönlicher Wunsch in Erfüllung gegangen, auch bei der NBW quasi die Flottenlösung anzubieten. Ich wollte erst fragen, warum Smartwix, ja, haben wir alle zu viel Bier mit Hauke auf der einen oder anderen Veranstaltung getrunken, aber du hast ja auch das nochmal technisch und vom Partner her schon aufbereitet. Deshalb gehe ich mal einen Schritt höher, du warst ja auch auf der IAA, ihr hattet einen Stand vor Ort, wie waren so dein Eindruck? Du schaust ja, ich habe dich als alten Flottenhase und Pionier der Elektromobilität anmoderiert, ja auch schon auf 10, 12 Jahre zurück mit diesem Thema. Was ging dir so durch den Kopf, als du die IAA in München erlebt hast? Und ich durfte ja auch fast fünf Jahre davon bei einem japanischen Automobilhersteller bleiben. Und was übrigens mein persönliches Highlight war, auch ein Interview mit Jutta Kleinschmidt, der eben ersten Frau, die Paris-Dakar damals auf eben besagtem Mitsubishi auch gewonnen hatte. Ja, zu IAA ganz schwierig. Wir hatten ja auch Frau Müller bei uns zu Gast am Stand am Freitagabend noch oder späten Nachmittag. So zwischen einigen Angriffen der Aktivisten kam sie dann mal kurz vorbei. Ich fand es generell sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass die deutschen Kunden Frankfurt noch angesteuert haben, weil es zentral erreichbar ist über Flughafen, Bahnhof und auch das Autobahnkreuz. München ist für deutsche Kunden dezentral. Ich mag vielleicht Österreich, Italien erreichen, aber dann ist es auch keine deutsche Automobilmesse mehr. Dann gehe ich wieder nach Genf. Also das, glaube ich, ist schwierig, dass es München geworden ist. Dann ist es schwierig, dass es dezentral geworden ist, was eigentlich ein schöner Plan war, in die Stadt reinzukommen, aber die Stadt hat nichts davon, außer Demonstrationen und eine massive Polizeipräsenz. Also es hat irgendwie wenig gebracht. Es gab ziemlich viel Verwirrung. Die Ordner waren mit unterschiedlichen Einlasskontrollen irgendwie auch überfordert. Viele Kunden haben mich nicht gefunden, haben uns nicht gefunden zwischen Odeonsplatz, Königsplatz, Messe, Hallen Ost. Also ich fand es tatsächlich wirklich, muss ich offen und ehrlich sagen, sehr, sehr schwierig. Und die Zahlen von 400.000 Besuchern und wer die IAA kennt, war im Rekordjahr mal über 1 Million, spricht auch eine deutliche Sprache. Ich glaube, ein zweites Wochenende für den Privatkunden hätte hier nochmal gut getan, um das zu verlängern. Das ist aber jetzt die Transformation von einer Automesse zu einer Mobilitätsmesse. Und die gehen einfach ganz viele Menschen noch nicht mit, weil wir sie auch noch nicht abgeholt und erreicht haben, auch im Bereich E-Mobilität. Aber das Signal war klar und deutlich, es geht in E-Mobilität, es geht in neue Mobilitätslösungen, Auto-Abo-Angebote. Meine persönliche Meinung bei allen berechtigten Demonstrationen grundsätzlich, wenn sie friedlich stattfinden, ist, Freunde der Aktivisten, ihr seid zu spät. Es hat begonnen. Es könnte schneller laufen, aber es ist zu spät, denn es ist schon da. Das ist meine Erkenntnis. Ich war ja an den Pressetagen auch vor Ort, habe sehr bewusst auch geschaut, ob ich noch irgendwo Verbrenner finde. Das war nicht sehr oft der Fall. Meistens irgendwo am Ende des Messestands war vielleicht noch mal einer. Es waren ja auch nicht viele Hersteller da, muss man der Ehrlichkeit halber ja auch gestehen, von den Importeuren. Aber so ansonsten ja auch viel Ladeinfrastruktur, einfach viele, viele neue Themen, die zur Mobilität der Zukunft gehören. Und vielleicht noch mal, wir haben ja dieses Jahr auch 10-Jähriges gefeiert, dein Blick auf den Stand der Elektromobilität. Das Schiff ist ja schon länger aus dem Hafen. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, aber im Moment ist ein unheimlicher Druck auf dem Markt, oder? Ja, also den spüre ich auch. So schnell können wir gar nicht Personalkapazitäten hinzugewinnen, um diesen Nachfragen gerecht zu werden. Deswegen bin ich auch urlaubsreif, weil es tatsächlich auch... Was heißt denn schon wieder? Nein, tatsächlich, die letzten 10 Jahre, ich wurde das ja auch gefragt auf der IAA, die waren wahnsinnig spannend, weil wir sind jetzt von doch sehr, sehr gebastelten Fahrzeugen, die mehr wie ein Konzeptcar aussahen, das auf die Straße gekommen ist, zu absoluten serienreifen, großproduktionsfähigen Lösungen mit klaren Commitments der Automobilhersteller aus noch sehr, sehr rudimentären, auch sehr ruckelig und wackeligen Wallbox- und Ladelösungen, ist ein wahnsinniger Sprung. Allein die 50 kW auf 300 kW sind ein klarer technologischer Sprung, auf 800 Volt Bordspannung zu gehen mit über 240 kW in der Spitze. Also das sind Systeme, die wachsen zusammen. Die Automobilhersteller und die Energiewirtschaft und die Netzbetreiber reden miteinander, schließen sich ja auch in den Verbänden zusammen. Also die Richtung ist da und die ganz klare Aussage ist, 10 Millionen Elektrofahrzeuge im Bestand 2030. Das ist unser Ziel und darauf kann sich jeder im Prinzip als Dienstleister oder Kunde rausschauen aus seinem Fenster, auf die Parkplätze schauen und gucken, was er zu tun hat. Das ist die Aussage. Schönes Schlusswort an der Stelle. Peter, vielen Dank für den Moment. Wir hören uns nachher in der Podiumsdiskussion nochmal wieder, wo wir das ein oder andere Thema vertiefen. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Danke.